Wir haben aber jetzt alle mit allen Trainern jetzt soweit gekämpft. Wir müssen nur noch da oben das Item holen. Und Glumanda. Dann haben wir hier alles fertig soweit. Und dann halt noch angeln. Den einen Schritt gehe ich noch. Okay, sonst ist hier nichts und jetzt sind wir wieder in Azuria. Na gut, dann gehen wir mal kurz. Die Pokémon heilen und Mashok ablegen. Denn für Mashok werden wir jetzt Glumanda aufnehmen. So, Box wechseln. Auf Box 1. Mashok ablegen. Und dann gehen wir noch kurz zum... Nein, zum Markt können wir später gehen, oder? Nein, ich möchte jetzt zum Markt gehen. TM45 für 1000 Poké-Dollar verkaufen. TM19 für 1500 Poké-Dollar verkaufen. Und Ether verschenken. So, dann holen wir uns die zwei Sachen, die uns noch da oben fehlen. Und beim nächsten Mal wird dann auf den Routen geangelt, Leute. Ich kann einfach keine Pokémon trainieren. Ich habe mich nicht gut genug um mein Glumanda gekümmert. Versprich mir, gut für Glumanda zu sorgen. Dann gebe ich es dir. Ja. Wunder erhält Glumanda. Möchtest du Glumanda einen Spitznamen geben? Nein. Kümmere dich gut um Glumanda. Das mache ich natürlich. Wie geht es, Glumanda? Ganz gut. So, das kommt jetzt mit Level 10 natürlich nach ganz vorne. Und natürlich noch der Pokédex-Eintrag. Glumanda. Das ist der Ruf. Das gibt es sonst nirgends. Und die Daten. Glumanda, ein Echsen-Pokémon. Größe 0,6 Meter. Gewicht 8,5 Kilogramm. Nummer 4. An sehr stillen Orten kann man die brennende Schwanzspitze dieses Pokémon lodern hören. Elixier gefunden. Mist. Da habe ich eine zusammengefahren. So, nochmal zum Markt. Das Elixier können wir jetzt verkaufen. Das möchte ich nicht. Also verschenken. So, Gegengift, Aufwecker und Paraheiler gibt es hier. Ich würde es aber auch gerne mit Hyperheiler kaufen wollen. Die vier würde ich gerne jetzt kaufen, Leute. Wir wissen, die anderen drei sind 500. Ich glaube, der Hyperheiler kostet 600. Das wären 1100. Das heißt, ich kann mir von jedem drei kaufen. Und dann noch den Rest. Dann kaufe ich mir jetzt drei Paraheiler. Drei Aufwecker. Drei Gegengifte.
Moment mal. Doch. Drei. Und jetzt noch drei. Hyperheiler. Die müssten wir tatsächlich beim Indigo-Plateau auch bekommen. Denke ich. Ja. Und sie kosten 600, wie ich dachte. So, und jetzt haben wir keine 1800 mehr, Leute. 1100 mehr, das heißt, das geht nicht. Ich würde mir jetzt für diese 700, würde ich mir jetzt aber nochmal einen Hyperheiler und ein Gegengift eigentlich kaufen wollen. Aber das spare ich mir dann für später auf. Heilen wir das Glumanda auch noch schnell. So, Boxwechsel nach Box 7. Und da legen wir jetzt Dodri ab. Und nehmen Blutzug mit. Super. Dann möchte ich auch Blutzug noch mal kurz heilen, Leute. Keine Ahnung, ob da vielleicht irgendwie Attacken fehlen oder so. So, speichern. Wir sind bei genau 89 Stunden, Leute. Ob wir wohl 100 Stunden schaffen oder ob wir vorher fertig werden, ich weiß es nicht, Leute. Ich hoffe ja schon, dass wir keine 100 Stunden brauchen werden. Wir bräuchten auch nur noch ganze 48 Pokémon, Leute. Und wir werden heute garantiert noch Glutexo kriegen. Vielleicht sogar noch Glurak. Und vielleicht auch Blutzug. Lorelei möchte kämpfen und setzt Yugong ein. Los, Glumanda, du bekommst jetzt Erfahrungspunkte. Welche Attacken kannst du eigentlich? Kratzer, Heule und Glut. Los, Pikachu. Der Aurora-Strahl. Der tat weh. Donnerblitz. Glumanda erreicht Level 13. Sofort drei Level erreicht, Leute. Level 11 und 12 einfach übersprungen. Und zurück, Pikachu. Oh, der Superschall. Mal sehen. Ja! Es hat funktioniert. Gut gemacht, Pikachu. Glumanda erreicht Level 60. Wieder zwei Level übersprungen. 14 und 15 einfach übersprungen, Leute. Außerdem, ich glaube, mit 8. Nein, mit 18 entwickelt es sich. Nicht bis 16. Das erhält es wahrscheinlich jetzt, Level 18. Also, Glumanda entwickelt sich jetzt gleich zu Glutexo, Leute. Nachdem wir bereits Lorelei einfach nur fertig gemacht haben. Oh, Psychokinese.
Donnerblitz. Glumanda reicht aber 17. Oh, jetzt kein Level mehr übersprungen. Nein, nicht angreifen, Glumanda. Los, Pikachu. Fünfmal getroffen. Donnerblitz. Fast. Oh nein, der Todeskuss? Pikachu schläft. Ah, okay. Wir machen einen Aufwecker. Habe ich vorher nicht Aufwecker gekauft? Supertrank. Ach so ein Mist. Was habe ich denn gekauft? Gegengift, Paraheiler, Aufwecker, Hyperheiler auch? Hatte ich so wenige Aufwecker? Ich habe nichts Neues gekauft. Okay. Aber Leute, Hyperheiler, Gegengift und Parade sind jetzt auch schon mindestens 10. Alles mindestens 10, außer der Aufwecker. Donnerblitz. Vielleicht werde ich später dann alles in Aufwecker investieren und mir einfach 100 Aufwecker kaufen, Leute. Glumanda erreicht Level 18 und damit kann es sich entwickeln. Dann würde ich jetzt erstmal die Entwicklung abwarten und dann kriegt Blutzug jetzt Erfahrungspunkte. Oder gebe ich sie noch Glumanda? Nein, jetzt ist Blutzug ein bisschen dran, Leute. Der Blizzard. Donnerblitz. Wir können Lapras jetzt auch mit einem normalen Donnerblitz besiegen, Leute. Das ist toll. Blutzug erreicht Level 29. Super. Lorelei wurde besiegt. 5544 Pokémon-Dollar. Hey, Glumanda entwickelt sich. Glumanda wurde zu Glutexo. Das ist der Ruf. Das gibt es nirgends. Glutexo, ein Flammen-Pokémon. Größe 1,1 Meter, Gewicht 19 Kilogramm. Nummer 5. Verfällt dieses Pokémon in Aufregung, so spuckt es gleißend helle Flammen. Dann werden wir jetzt Glutexo zu Glurak entwickeln, Leute. Bruno wird dafür aber nicht ausreichen, denke ich. Ich denke, Glutexo könnte jetzt Level 24 erreichen. Wobei, nein, halt, wir werden ja hier auch welche mit Mushas besiegen, Pokémon. Ja, okay, Level 20. Ich habe vergessen, Pikachu zu heilen. Los, Mushas! Gräbt sich ein. Wir machen Surfer. Uff, ein Volltreffer. Glutexo erreicht Level 19. Ah, Mist. Eigentlich wollte ich nicht wechseln. Ah, okay. Ich hab's verkackt, Leute. So, ich werde jetzt erstmal... Bekommt Pikachu jetzt einen Hypertrank?
Den hätte ich eigentlich vor dem Kampf schon geben sollen. Ja, drei Supertränke hätte ich wahrscheinlich gegeben. So ist es ein Hypertrank geworden. Und jetzt bekommt Mushas aber noch einen Supertrank. Dass es ein Volltreffer war, war halt blöd. Naja. Noctua macht Doppelteam. So, Donnerblitz. Bekommt Pikachu halt wieder mal alle Erfahrungspunkte, aber okay. Als nächstes Kikli, da holen wir uns jetzt Glutexo. Das macht auch gleich Doppelteam. Donnerblitz. Pikachus Genauigkeitswert ist halt einfach zu hoch für die beiden. Für Kikli und Noctua. Glutex erreicht Level 20. Los, Mushas. Surfer. X-Abwehr hilft ja so viel gegen Surfer, Leute. Ein Machomai. Wechseln wir auf Glutexo. Los, Pikachu! Donnerblitz! Fast. Ein Ruckzuckhieb macht es aber weg. Yep. Glutex erreicht Level 21. Acht Level bei Lorelei und nur bei vier Pokémon, Leute. Und jetzt nur drei Level bei Bruno, aber auch halt nur drei Pokémon. So. Mushas kriegt nichts. Pikachu würde ich aber Supertränke geben wollen. Ja, einer geht noch. Wir haben ja jetzt genügend Leute. Also Supertränke, die reichen erstmal. Glaube ich. So, Agathe, machen wir dich fertig.